lieben Kinderchen da draußen. Es ist wieder Wochenende und es ist wieder Orphans-Zeit. So, Chat, die Autoren. Die anderen sind ja ziemlich im Arsch gerade, ne? Mal gucken. Kai, huch. Da hat sich ja tatsächlich jemand hierher verehrt. Diese Autoren, dass es die hier auch gibt, ne? Huch. Carsten ist nur online. Kai, wir müssen unsere Easter Eggs zukünftig besser verstecken. Ein blinder Osterhase macht das besser als wir. Naja, er schnuffelt ja auch, ne? Schnuppt der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase. Okay, ja, aber dafür bist du doch verantwortlich. Hm? Carsten? Hi, ihr beiden. Schön, dich wiederzusehen, Carsten. Ich glaube, meine Brille ist... bisschen angedreckt. Dito. Tomji, darf ich vorstellen, diesmal mit in der Runde... Der gute Kai. Ob er wirklich gut ist, das werden wir feststellen. Ebenfalls Autor von Orphan. Hey Tomji, freut mich, dich kennenzulernen. No brain allein schon, alles klar. Carsten meint, ich sollte mich doch auch mal zu zeigen geben. Ich bin eigentlich eher schüchtern und bleibe lieber im Hintergrund. Okay. Hallo Kai. Ich finde die Autoren-Chats richtig klasse. Freut mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen. Ja. Ich wollte das mit Autoren-Chats einfach mal so ein bisschen... Tomji, wie gefällt dir denn die Story von Orphans bisher? Einer der geilsten Spiele, die ihr jemals gemacht habt. Besser als Assign und The Healing. Bisher finde ich die Geschichte wirklich spannend. Naja, könnte noch ein wenig gruseliger sein. Ich bin auch unschlüssig. Nein, ich finde es gut. Ich find's gut. Also abgesehen von 7-7 ist sowieso für mich das Beste. Egal, was dann noch kommt, aber... Das freut uns. Wir geben uns größte Mühe, dass das auch so bleibt. Wenn es nach Kai ginge, kann der Horror noch krasser sein. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Manchmal glaube ich, es gibt keinen Horrorfilm, den er nicht mindestens einmal gesehen hat. Entsprechend abgefahren sind dann auch teilweise seine Ideen. Ab und zu muss ich ihn etwas bremsen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Die Leute da draußen in der Community schreien doch nur nach Horror. Ab und zu? Okay, des Öfteren. Ansonsten würden wir wahrscheinlich Probleme mit der Altersfreigabe bekommen. Naja, gut, das stimmt, ne? Aber ich denke, für die einen oder anderen Gänsehaut werden wir auch so noch so... Ja, das habt ihr tatsächlich bei mir schon gemacht. Ja, das stimmt. Gänsehaut. Bisher habt ihr das ganz gut hingekriegt. Ja, finde ich, ja. Ja. Danke, immer schön zu hören, dass euch unsere Geschichten gefallen. Dann bist du also neu im Team, Kai? Und ihr beide macht das ganze Spiel alleine? Apropos Gänsehaut. Wann kann ich denn endlich wieder Orphans weiterspielen? wenn du willst, sofort. Ja, bitte. Ja, bitte. In Ordnung, denn weiterhin viel Spaß mit Orphans. Die Weisen. Nee, Tomji, lass mal gut sein, mein Junge. Danke, Schatz. Also... Jason hat gerade ein bisschen was über das Dorf erzählt. Er scheint es echt zu lieben. Er bekommt richtig leuchtende Augen, wenn er darüber redet. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Was denn so besonders an dem Dorf? Ich finde aus dem Dorf auch gemütlicher als in der Stadt. Sorry, Ina, aber Dorfromantik ist mir gerade auch nicht. Ich bin ein Stadtmensch. Ich will wissen, was so Besonderes an diesem Dorf ist. Frag Samu! Das ist auch so ein Landei. Hörst du an seiner Aussprache? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich mir sein Gejammer anhören muss, seit er zu mir gezogen ist. In der Stadt ist es so laut und dreckig, ja, da hat er recht. Alles so anonym.
Ist ja auch wahr, oder was? Oh, öppen Derb kann man, kennt man sich eben. Ist einfach persönlicher und gemütlicher. Aber wenn man Jason so schwärmen hört, wird man selbst als Stadtkind fast neidisch. Ist auch tatsächlich so. Ich stand neulich mit dem Bus zwischen zwei Dörfer bei uns. Musste ein bisschen warten, damit der andere Bus kommt. Ihr wisst ja alle, ich bin Busfahrer. Und der Bus war leer und ich hatte eine Schultour, also Schulkinder zu fahren, eben mal Grundschüler aus dem Dorf, das heißt Nübel. Und zwischen Nübel und Bregling, da gibt es so bestimmt 2 Kilometer oder so, ist das da, ist nichts, einfach nichts, nur eine Straße. Und dann stand ich da und hab dann eben auf den anderen Bus gewartet, dass er vorbeifahren kann, weil die Straße sehr eng ist. Und dann stand ich da mit offenem Fenster, offenen Türen. Es war den Tag sehr windig. Und dachtest du, wow, wenn du genau hier ein Haus hättest, dann wäre das Einzige, was du hörst, der Wind. Und die Natur und die Geräusche, die eben also da sind. Ich fand's einfach geil. Also ich beneide jeden, der wirklich auf dem Dorf lebt. Ich möchte auch gerne. Unbedingt. Ich hätte gerne so ein Haus mitten auf dem Nichts. Irgendwo nichts. Einfach Felder. Keine Wälder. Wälder möchte ich nicht so gerne. Also Wald bin ich nicht so Fan von. Aber Felder finde ich geil. Also so. Na, so toll kann es ja wohl nicht sein. Was erzählt er denn? Jeder hilft jeden. Alle wichtigen Entscheidungen werden in einer Gemeinschaft getroffen. Einmal im Monat treffen sie sich sogar alle Anwohner zu einem gemeinsamen Essen. Oh, wie schön. Wie eine große, glückliche Familie. Ist doch geil. Ist doch mega. Und sowas gibt es über seit Jahrhunderten. Ich denke, er übertreibt ein wenig. Das klingt doch schon fast zu perfekt. Oh, das klingt wirklich toll. Ja, oder? Jason meint, so viel Hilfsbereitschaft hätte er noch nie erlebt. Seine Frau kommt wohl ursprünglich aus dem Dorf. Und als die beiden ihr erstes Kind erwarteten, haben sie sich entschieden, gemeinsam dort zu leben. Er meint, dass er am Anfang etwas Angst gehabt hätte. Ja, klar, die Blöde, die sind halt ein bisschen merkwürdiger, ne? Wenn so einer außerhalb kommt und der noch von den Amerikanern ist, das ist auch nicht so ganz richtig. Da muss man das ein bisschen begutachten, ne? So einfach kann er hier nicht in unserer Gemeinschaft dabei sein. So einfach geht das nicht. So als Fremder, das geht nicht, ne? So geht das nur überhaupt nicht. Er nickt hier auf dem Dörp, ne? Auf dem Dörp geht das so gar nicht. So als Fremder von außerhalb. Ja, da hätte ich auch wohl erstmal Angst. Ja, das kann auf einem Dorf schon schwierig sein. Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das kann auf dem Dorf schon schwierig sein. Aber er und seine Familie wurden wohl tatsächlich total herzlich hier aufgenommen. Das ganze Dorf hat mitgeholfen, das alte Haus zu renovieren, welches sie gekauft hatten. Oh. Alle haben wie selbstverständlich mit angepackt. Und auch, als es den beiden mal finanziell nicht so gut ging. Sie konnten sich wohl immer auf die Gemeinschaft verlassen. Genug gesabbelt. Wir sind gleich durch. Wie auch immer, ich bin froh, dass endlich Hilfe unterwegs ist. Jetzt werden sie Tammy und die anderen da rausholen. Und dann hat der Spuk endlich ein Ende. Und wenn sie gegen diese Mächte auch nichts ausrichten können, hoffentlich sind sie nicht zu spät. Ich glaube eher, dass es die Sekte ist. Die Dorfgemeinschaft. Jetzt moll ich den Döbel an den Wund mollen hier. Das geil hat nicht hier, Tomji. Das wird schon gut gehen. Glaub mal, mein Junge. Vermisst. Du wolltest eine Gruppe vermisst zugefügt. Ah, alle klar. Tammy, geht es ja schnell wieder besser. Und dann lernen wir dich alle mal persönlich kennen. Aber wir müssen jetzt Schluss machen. Wir sind da. Oh. Wir melden uns, wenn wir hier fertig sind. Bis später. So. Gruber hatte ich so eine Gruppe hinzugefügt. Amber Fons wurde eine Gruppe hinzugefügt. Hatten wir irgendjemand so ein bisschen Russisch gesprochen? Ich glaube ihn hier, ne? Ich dachte mir, es macht Sinn, eine Gruppe zu eröffnen. Wie selbstverständlich, ne? So kann ich wohl auch Ihnen, Frau Fons, auch alles über Tomji mitteilen, was ich weiß. Ja, Sie haben recht, Herr Gruber. Also.
Henry ist bei Durchsicht von Schwester Browns Tagebuch während seiner Aufenthalte in dem Waisenhaus immer wieder auf folgendes Symbol aufgefallen. Dann zeigte sie mir das Mädchen unter der Protestursache Schmerzen ein Brennbrandteil. Der Fürstin sah aus, als wäre ein Brenneisen und Fleisch geschrieben worden. Und dieses Symbol, es war dasselbe, was ich zuvor auf dem Schrein des Peters. Paters gesehen hatte und welches auch den nackten Körper der Frau zierte, die während des Rituals mit dem Blut des Tierens beschrieben worden. Oh. Selbst ausgedacht, so ein Unendlichkeitszeichen mit so einem ehemaliges christliches Zeug. Damals die Christen Dings hatten auch damals mal zwei. So. Ja, genau. Er bat mich herauszufinden, ob dieses Symbol irgendeiner Verbindung zu den Geschehnissen stehen konnte, die Schwester Braun in ihren Aufzeichnungen geschrieben hatte. Und tatsächlich! Seit dem frühen Mittelalter gab es die Bruderschaft des Vesperosos Ouroboros, deren Ursprung in Spanien vermutet wurde. Während der Inquisition stellte sich die Gruppenführer öffentlich gegen die Regeln und Verbote der Kirche. Sie nutzten das Zeichen für Schwefel, welches aus Alchemie stammt, und sich klar gegen den Glauben an das Göttliche und für das wettwissenschaftliche Wissenschaft zu positionieren. Zu Beginn rekrutierten sie sich die Mitglieder der Bruderschaft hauptsächlich aus Gelehrten und Wissenschaftlern, deren Tätigkeit von der Kirche als Teufelswerk und Ketzerei angesehen wurde. Doch im Laufe der Jahrhunderte wandelt sich die Bruderschaft mehr und mehr zu einer Art okkulten Sekte, die nicht mehr die Lehren der Wissenschaft, sondern vielmehr das Aufbegehren gegen die alles Göttliche im Fokus. Und dieser Pater Johann war Teil der Bruderschaft? Also so etwas wie ein satanistischer Kult. Ja, so könnte man es durchaus bezeichnen. Meine Nase kribbelt. Im Laufe der Zeit entstanden etliche Splittergruppierungen der Bruderschaften. Manche gemäßiger, andere wiederum fanatisch und extrem. Wenn man den Darstellungen von Schwester Braun Glauben schenken kann, handelt es sich hier bei der Gruppe um diese Bataillon um einen äußerst radikalen Zweig der Bruderschaft. Radikal? Also würden sie auch einen Menschen entführen? Ah, meine Nase kribbelt! Schwer vorzustellen, dass diese Gruppe heute noch existiert. Der letzte mir bekannte radikale Zweig der Bruderschaft wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Zwerg. Der einzige heute noch existierende Ableger der Erosporos ist eher eine harmlose Gruppierung der Gleichgesinnten. Nennen sich heute Träger des Lichts, wenn ich mich nicht irre. Also existiert die Bruderschaft im Grunde heute noch. Dann führt die Spur also ins Leere. Gruppierung Gleichgesinnter? Die Katze von Henry wird auch vermisst. Jein, und zumindest in der damaligen Form. Ich. Die Träger des Lichts sind eher vergleichbar mit elitären Studentenverbindungen, eine Interessengemeinschaft, welche sie wollen. Anwärter, Wissenschaftler, Politiker. Personen aus der gehobenen Gesellschaft, die sich in einer Art Club zusammengefunden haben, um ihre gemeinsamen Ziele zu verwirklichen. Es kursieren zwar immer wieder Gerüchte, dass auch der Träger des Lichts in dunklere Machenschaften verstrickt sein. Aber meine Recherchen haben bisher keinerlei Anzeichen gegeben, dass es sich dabei irgendwelchen okkulten Praktiken oder gar satanistischen Ritualen handeln konnte. Eher um üblichen Vetternschaften und Seidelschaften mit dieser Elite seit jeher die Macht sichert.
ethisch, moralisch und verwerflich. Oder zumindest zweifelhaft, aber im Rahmen der geltenden Gesetze. Aber Herr Gruber, mein Vater stellt Recherchen über die Sekte an und verschwindet spurlos. Es tut mir leid, Frau Franz. Da kann ich keine Zusammenhänge erstellen. Das Verschwinden Ihres Vaters kann auch ganz andere Umstände haben. Er ist gefallen und nicht mehr aufgestanden oder so. Zwar existieren die Träger des Lichts bis heute, nutzen auch noch alte Symboliken. Allerdings sind Ansichten und Praktiken nicht mehr vergleichbar. Man könnte es mit der Entwicklung der christlichen Kirche vergleichen. Auch diese Glaubensgemeinschaft hat in der Vergangenheit Schreckliches angerichtet. Und ist heutzutage eine Organisation, die sich unterschiedliche humanitären Bereiche arrangiert. Und immer noch mit dem Kreuz und der... Ein Symbol, was in der Vergangenheit nicht selten für Schmerz und Leid stand. Und wenn es heute noch radikale Splittergruppierungen gibt? Dann sollte ich mal nachdenken. Nein, nicht. Alles ist Gesetz. Das wäre mir bekannt, Donji. Immerhin beschäftige ich mich schon viele Jahre mit jeglicher Art von Sektenkulturen und anderen Glaubensgemeinschaften. Die Träger des Lichts sind eine äußerst konservative und elitäre Gemeinschaft mit teils fragwürdigen Weltanschauungen. Aber Zusammenhänge zu den okkulten und satanistischen Auswüchsen der Vergangenheit lassen sie nicht belegen. Und was ist mit Freunden von Tomji? Was ist mit denen? Die hängen ja doch immer noch in diesem Waisenhaus fest. Wie Tomji bereits sagt, ich glaube nicht an Paras normales Scheiße. Gibt's nicht, Blatt. Nach meiner Überzeugung handelt es sich hierbei in dieses Phänomen um eine Art Gruppenhysterie, in deren Folge die Betroffenen in einen hypnotischen Zustand verfallen und sich Dinge einbilden, die nicht real sind. Fakt ist, mein Vater muss auf irgendwas gestoßen sein. Etwas, was mit seinem Buch zu tun hat und das ihn in Gefahr gebracht hat. Und nun ist er verschwunden. Und so sehr ich Ihre Sorge verstehe, Frau Franz, ich fürchte, Sie konzentrieren Ihre Bemühungen, ihn zu finden, sind in die falsche Richtung gegangen. Ich sehe schon, das hier führt zu nichts. Trotzdem vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Sollten Ihnen noch etwas einfallen, lassen Sie uns bitte wissen. Warten Sie, da fällt mir gerade etwas ein. Wurden Sie sagen, mir müsste Ihnen was einfallen, da fällt mir irgendwas ein. Ich hätte etwas für Sie, ich denke, das könnte interessant sein. Geben Sie mir ein paar Minuten. So, Leute, wir machen einmal ganz kurz Ecki-Quicki. Wir wollen ja wissen, was da abgeht. Das ist für uns sehr, sehr interessant. Ihr wisst ja selber, ich bin ja hier Mr. Flatrate, also von daher ist uns ja nicht so eine Sache. Mr. Flatrate, hört sich auch gut an. Mein neuer Name, Mr. Flatrate. Hallo, Mr. Flatrate. Zeig mal, wie das Hacken geht, Mr. Flatrate. Alles wird hier gehackt von Mr. Flatrate. Im Zuge meines Studiums von Schwester Brauns Tagebuch und meiner Recherchen rund um die Vergangenheit und Geschichte des Waisenhauses kamen nach und nach schreckliche Geschehnisse ans Licht. Elisabeth Brauns Aufzeichnungen dokumentieren die zunehmend beunruhigende Entwicklung innerhalb des Waisenhauses, aber auch in den umliegenden Ortschaften, seit Pater Johann die Leitung des Waisenhauses übertragen wurde. Sie beschreibt eine fortschreitende Abkehr, gar Umkehr, von christlichen Werten und Glaubensgrundsätzen hin zu einer Gemeinschaft, die nicht nur jegliche Form abendländischer Religiosität ablehnte, sondern diese durch atheistische und gar nihilistische Wertvorstellungen zu ersetzen suchte, welche sich unter anderem auch stark an der sozialdarwinistischen Vorstellung vom Recht des Stärkeren orientierten. Frau Braun beschreibt rituelle Handlungen und Zeremonien, die in ihrer Form an Praktiken erinnern, welche unter anderem von satanischen Kulten oder Zirkeln vollzogen werden.
Sie berichtet von Initiationsriten, der Beschwörung von dunklen Mächten. Sie beschreibt die planmäßige und systematisch angewandte körperliche und psychische Gewalt gegenüber den Kindern des Waisenhauses, um diese unterwürfig und gefügig zu machen. Elisabeth Braun wurde Zeugin unbeschreiblicher Grausamkeiten und musste als gläubige und überzeugte Christin mit ansehen, wie sich die Gemeinschaft um sie herum weiter und weiter von Gott abkehrte. In ihren Aufzeichnungen tauchten immer wieder Symbole auf, von denen mir eines auch mehrfach bei meinen Recherchen vor Ort aufgefallen war. Das Leviathanische Kreuz, das alchemistische Symbol für schwarzen Schwefel, von vielen auch satanisches Kreuz genannt. Ich beschloss, einen Experten auf dem Gebiet der Kult- und Sektenforschung zu Rate zu ziehen. Hatten wir schon mal gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Steinhaus? Nee, das Steinhaus hatten wir als letztes gehabt. So. Mika. Bist du da? Ich dachte, die Polizei ist informiert. Was? Ja, ist sie doch auch. Was zur Hölle bleiben die nur? Wo zur Hölle bleiben die nur? Sind auf dem Weg, Mika. Samu und Ina sind bereits mit einem Hab noch etwas Geduld, Mika. Sie werden gleich kommen. Man ist schon wieder so lange unterwegs, ne, mit dem Chat gerade. Aua. Ein Glück, ich will hier einfach nur weg von diesem verfluchten Ort. Zum Glück kann ich wenigstens mit dir schreiben, Tomji. Schön, oder? Ich glaube, wenn ich hier ganz alleine wäre, würde ich auch verrückt werden. Ich kann immer noch nicht begreifen, was hier passiert. Es wird alles wieder gut. Ich hoffe, dieser Albtraum hat bald ein Ende. Meinst du, wir können über irgendetwas anderes reden, Tomji? Och, bitte. Was ist schon wieder los? Irgendetwas, was mich ablenkt. Ja, über deine Schwester. Natürlich, worüber möchtest du reden? Über dich, was? Ich weiß noch so gut wie gar nichts von dir. Was für ein Sternzeichen bist du? Mein Sternzeichen ist... Oh, muss ich reinhacken in die Playstation, oder? So, hier. Hallo, meine Süße. Hallo, Lotte. Hallo, hallo. Hallo, meine Süße. Der Hund steht hier. Ah, gefühlvoll intuitiv. Aber wehe, man kommt ihm zu schritt. Ich warne dich. Das trifft es so ziemlich auf den Punkt. Teilweise kann ich da zustimmen. Ich würde sagen, stur. Harter Brocken. Weißt du, die meisten, die ich kenne, schütteln nur den Kopf, wenn ich nach dem Sternzeichen frage. Ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube daran einfach. Ja, super, super, schön. Das freut mich, schön. Übrigens, ich bin Schütze. Oh, Entschuldigung. Das ist so ein... Ika ist auch Schütze. Schütze und Krebs sind übrigens ein absolutes Streamteam. Witzig, Ika ist wirklich Schütze. Hab ich doch. Ich glaube, ich kann Schütze, ja. Dann sind wir ein Spitzenpärchen, Tomji. Okay, nächste Frage. Bist du eher der Hunde- oder eher der Katzentyp? Echt jetzt? Ja. Okay, bei mir ist es ja offensichtlich. Immerhin habe ich ja Baloo. Bombi, bombi, dombi, dombi, bombi, dombi, oh yeah, Baloo, oh yeah, Baloo. Ist der nicht süß? Total. Vielleicht lerne ich ihn ja bald mal persönlich kennen. Wer weiß. Ich finde es wirklich schön, wenn wir uns mal treffen könnten, wenn das Ganze hier vorbei ist. Opa Lou wird dich sehr mögen. Ja, das wird er, mit Sicherheit. Lass uns besser schnell weitermachen. Also, du bist ja eher eine. Bist du eher ein Couch-Potato oder fleißige Biene? Boah, ich arbeite viel, aber bin eher Couch-Potato. Eindeutig Couch. Ich betreibe schon gerne Sport. Ich sehe.
Ja, ich auch, das matcht voll. Ich habe mich allerdings kürzlich mal wieder im Gym angemeldet. Ja, ich auch, nur dreimal hingegangen und dann war's das. Muss echt mal wieder was machen. Weiter geht's. Strand oder Berge? Also das letzte Mal, als ich in den Bergen gewesen bin, das war ja vor 1,5 Monaten, da habe ich mir meinen Knöchel kaputt gemacht, der ist immer noch kaputt. Und er tut höllisch weh und schwillt total dick an. Ich weiß nicht, was das ist. Also, und sowieso bin ich ja eher, ihr wisst es, ich bin ein Nordenmensch, deswegen. Aber ohne Cocktails. Strand, Sonne, Meer. Bier. Ja, ich fahre auch lieber ans Meer. Muss man nicht jeden Tag am Strand rumliegen? Aber diese unendlichen Wassermassen haben schon was Magisches. Darf ich noch weiter fragen oder hast du genug? Ja, frag mal ruhig. Alles gut, frag ruhig. Danke, du bist echt lieb, ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Also. Zelt oder Hotel? Puh. Nur gerne Hotel. Ich chill da nicht mehr. Geht auf Wohnmobil? Wohnmobil ist geil. Das ist ja wie Camping mit Hotelzimmer. Ja. Eigentlich ein cooler Kompromiss. Hotels finde ich irgendwie so unpersönlich. Na, ich finde Hotels ziemlich geil. Mit dem Zelt ist man unabhängig und kann sich einfach aussuchen, wo man übernachtet. Ja, eben halt nicht. Es gibt da auch Richtlinien. Außerdem gibt es nichts Schöneres, als den Kocher anzuwerfen und das gerade selbst entworfene, undefinierbare zu verspeisen. Und dann noch unterm Sternenhimmel und Bachrauschen einzuschlafen. Wir leben ja immer noch am Strand, ne? Stell's jetzt gut vor, du darfst nicht einfach irgendwo wild campen, das darfst du nicht. Das ist verboten, Mädchen, das ist verboten. Jetzt gehen wir aber langsam die Fragen aus. Ja, war ja noch eine anhängende Frage. Okay, Kopfgesang. Warte, eine habe ich noch. Buch oder Fernseher? Ich meine, ich habe ein Regal voller Bücher hier und ja, habe ich auch alle gelesen, aber lieber ein gutes Buch. Kommt drauf an, was läuft. Fernseher, lese es mir zu anstrengend. Stimmt. Leider läuft ja meistens nur Mist und das ist es eben halt. Free TV kannst du gar nicht mehr gucken. Wir haben ja auch tausende von Pay-TV-Sender, das ist unfassbar. Von Sky, Prime, hier Disney Plus, Netflix. Aber zum Glück gibt es immer noch genügend Netflix-Serien, die auf mich warten. Ja, aber Netflix geht manchmal auch so ein bisschen so. Oh. Okay, dann reden wir, dann drehen wir den Spieß mal um. Du bist dran. Sommer oder Winter? Oh, Schokolade, Chips. Festival oder Freizeitpark? Laut oder leise? Sommer, es gibt nichts Schlimmeres als eiskalte Füße. Ich weiß, typisch Frau. Obwohl, nein, wir bleiben bei Sommer. Wenn man einen Kamin hat, kann auch Winter schöne Seiten haben. Ja, oder man hat schön Schnee tatsächlich, aber das gibt es hier sehr selten. Bewegung registriert, Bürotrakt. Oh. Das ist Charlie. Ah. Charlie ist da. Ach hey, was will er hier? Was will denn Charlie hier? Das war doch Charlie aus The Healing. Was macht der denn hier? Geil. So. Was die Autoren dazu schreiben, das sehen wir beim nächsten Mal, Kinder. Ja, danke fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.